Leute. Kurz vor 9 Uhr morgens. Wir haben The Goldfish. Was ist das denn jetzt bitte schon direkt? So startet man noch gerne den Tag rein mit so einem fucking Io in der Runde. Ja, dann nehmen wir Clock, Enchantress und Shadow Shaman einfach mit, würde ich behaupten. Yeah, just kidding. Achieve top 3 in a game with any rank. 3 chess pieces of 5 gold. Ist das, was ich denke? Wenn ja, ist es ein bisschen unrealistisch. Aber naja. Da sage ich lieber nichts zu. Bam, 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 bam. Okay, Leute, wollen das Spiel schon beenden? Läuft bei denen. Enchanted, I'm sure. I run like a clock. Was ist denn in der ersten Chest? Tja, wahrscheinlich Attack, aber vielleicht auch die Crown. Na, mal kurz gucken noch. Ich habe noch 2 Runden Zeit. My spirit returns to flesh. Tja, ich könnte die Morphlings an der Stelle liegen lassen. Oder ich lasse den Chuck liegen. Das hätte ich fast verpeilt. Guten Morgen, Patrick, hallo. Ah, der Chuck halt. Aber Double Morphling ist schon auch eine Ansage. Ich glaube, ich nehme Double Morphling wirklich mit. Ja, lass mal Double Morphling. Dann geht es vielleicht mal in eine andere Richtung, außer mit den Orks und mit den Schamanen-Zeugs irgendwas. Schamanen sehen halt auch lecker aus für den Anfang mit Disruptor und so. Der Patrick ist schon da. Guten Morgen, guten Morgen. Patrick, ich habe gesehen, dass der Godslayer, wenn ich es richtig gesehen habe, dir einen Sub geschenkt hat, oder? Vor 2 Tagen. Also, wo ich nicht online war, irgendwie, keine Ahnung. Sehr gut, der. Ich bin voll verwirrt gewesen. Das ist natürlich nach Hand an Fett aus. Hast dich schon bedankt? Okay, das freut mich. Ich hoffe, dass er heute mal hier am Start sein wird, im Dings hier. Weil ich habe ihn ja schon seit Wochen, naja, Wochen ist übertrieben, aber schon seit einer Woche oder so nichts mehr von ihm gehört. Und das war ich davor voll überrascht, als ich das gesehen habe im Twitch-Ding quasi. Im Overlay. Bin ich mal gespannt. Bam, bam, bam. Tja, irgendwie bin ich nicht so zufrieden. Ich bin mit dem Chuck, weil ich fast zufriedener. Ich hätte nämlich Orks und Krieger jetzt schon. Aber das Pärchen hat mich einfach angelächelt. Ich weiß halt nicht, ob ich das Mana mitnehmen sollte. My arrow pierces the Alter, das war richtig close. Time for target practice. I run like a clock. Ich bin irgendwann unsicher, weil ich gerade gar nicht weiß, in welche Richtung es geht. Wenn ich Morphling ziehe, könnte ich überlegen, echt Richtung Mage was zu machen. Oder Richtung Hunter, wenn ich hier was bekomme. Head for the quarry! No grave for you. Eyes up and shields front. When you play with Lena, you tend to get burned. Crownchild eigentlich nie, ja, das stimmt. Ich überlege gerade Richtung Gods Mages was zu machen oder Richtung Elements generell. Oder Gods mit dem krassen Morphling. Das müssen wir uns mal anschauen in aller Ruhe jetzt. Aber gerade ist meine Losing Streak mitnehmen. Ist halt nicht meine Main-Taktik, mit der ich gut bin, leider, Patrick. Gebe ich zu, aber ich meine, gerade ergibt sich's halt ganz gut. Alter, der Sniper zweimal, hätte ich mal die Hunter einfach gespielt. Ich hasse mich selber so stark. Hi, Mann. Wäre ich mal auf die Hunter gegangen, auf klassisch. Ja, Gold kann ich eh nicht wirklich mitnehmen, wenn ich das ganze Zeug behalten will, so. Ach, das ärgert mich, wirklich, aber jetzt bleib ich drauf. Ich hätte einfach Sniper schon auf 2 jetzt in Runde 5. Hätte ich wahrscheinlich Master of Madness gebaut dann.
Hätte ihn als Tank vorne zweimal stehen oder so. Naja, gut. Bringt es ja nicht, sich darüber aufzuregen. Wir haben auch ein gutes Setup für eine Losing Streak. Aber wir können natürlich auch viel mehr auf Kohle schon gehen. Ice is nice. Oder wir sagen jetzt. Enchanted, I'm sure. Wir stellen rein. Interessant, was wir da haben. Im Level 2er Morphling sehe ich auf jeden Fall keine Losing Streak. Ein Ogre-Matcher wäre eigentlich noch krass. Bam, 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 bam. Oder wenn wir die God schon irgendwie stellen könnten. Sich jetzt ergibt zum nächsten Roll. Es ist doch einfach nur provokativ. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das ist einfach nur Provokation hier. Ja, ohne Witz. Der Terrorbat kommt auch um die Ecke. Den können wir mitnehmen, den Terrorbat dann zumindest. Aber der Sniper verarscht einfach hart. Okay, Losing Streak will ich gerade nicht mehr spielen. Der Sniper, Mann, ey. Wäre das eine krasse Sniper-Runde geworden. Patrick, kannst du mal kurz sagen, wie du hier oben die Quest verstehst? Verstehst du die auch so? Runde 10 wäre auf 3 gewesen, ja, ohne Witz. Dass ich quasi ein Level 3er, ein Legendary auf Level 3 haben muss. Die Quest. Das wäre ja komplett eine übertriebene Quest. Wieso wurde jetzt einfach der Morphling weggemacht? What the fuck, was war das für ein... Wie viel Schaden hat denn der Sniper gemacht? Hat Morphling so wenig Leben? Wie viel Schaden macht denn sein Ding? 500 Schaden, so wenig Leben hat der Morphling war doch fast noch voll, oder? 1900. Warum habe ich das verdient? One wave follows another. Ich kann hier nicht mehr raus, das ist schon... Ja, Let's Lead auf Level 3 auf jeden Fall. Erstmal auf Elder Titan spielen, voll hart heute den ganzen Tag, oder wie? Oh, ist das frech gewesen, Mann. Die Simirana jetzt wieder, die Alte. Zum ekelhaften Morphling vielleicht basteln? Das ist gerade echt eine Überlegung von mir. Gods mit Mage ist so mit megelhaften Morphling. Auf Razor dann verzichten in dem Fall. Und man sagt, man geht halt, oh Alter, gibt's Fett Mages auch, ist überhaupt Zeus. Wir können auch sagen, wir gehen auf 6er Mages mit Gods. Das wäre auch eine Option. Da habe ich übrigens Orakel. Ich glaube, das finde ich nämlich fast schon cooler jetzt, den Zweier-Gott-Bonus zu stellen. Und ich finde es auch cooler, jetzt mal ein bisschen auf Kohle zu gehen. Tja, es hängt halt alles vom Morphling gerade allein ab. Wobei die Lina halt auch einen fast wegmacht. 750 Schaden macht eine Lina einfach, ist auch krass. Level 1. Bisschen Mana durch die Maiden. Ich meine, die zwei Upgrades wären ganz gut für Mana und für Tankiness. Weil Tankiness ist quasi gar nicht vorhanden. Er gaint aber wirklich ordentlich das Mana. Das ist ein Cooldown, 4er Cooldown. Naja, es bringt halt nichts. Ich kill halt noch keinen mit dem Team gerade. Vor allem bei ihm halt nicht, mit seinem Leben, was der hat. Ach, Losing Streak wäre ich besser gefahren.
mit einer Losing Streak durchgehen, wäre ich glaube ich um einiges besser gefahren. Ich hätte eine fette Winning, Losing Streak von der Kohle her. Was ist das? Ah, wobei. Das ist eine gute Frage, was hier gegen die Teile jetzt besser ist. Wieder Mirana und Sniper, es ist so frech. Okay, egal, Leute. Wir wollen nicht jedes Mal Hunter spielen. Also ich will schon, aber das mache ich dann privat, wenn ich zock. Eigentlich sollte es reichen mit der Lina vor allem. Ja, okay. Ich habe auch genug Fernkämpfer. Hallo Niki, erst guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, Demon Wizard. Wenn ich jetzt Geld machen kann. Ich glaube, ich bekomme es eh nicht. Das gewinne ich eh nicht als für Level 2, ja. Ja. Wobei, wenn er erstmal seine erste Ult schafft. Doch, das holen wir, glaube ich, sogar. Ja. Dann gehe ich jetzt einfach mal frech auf Geld, weil die Dinger bringen gerade eh nichts. Alter, jetzt war er so richtig close auf seinem Feld inzwischen. Okay. So viel zu close, hätte ich mal nicht gelöscht. Kohle kommt eh angeflogen. With bones and spells I come. Ach man, die Gods, ich fühle sie nicht so richtig gerade. Aber ich überlege, falls ich noch Rubik ziehe, könnte ich ja schon Vierergott stellen, aber ich meine, ich könnte die zwei rausnehmen für Vierergott dann. Ich hätte mit ihm trotzdem Mana im Team, wegen Lion-Dings. Ich habe hier eh fett Mana-Items drauf. Wollte viel Spaß wünschen, wie soll dein Plan? Mein Plan ist, also ich spiele jetzt erstmal so bis um 12 Uhr, würde ich sagen, ungefähr bis 12 Uhr, so drei Ründchen wahrscheinlich am Morgen. Und ich denke mal schon, dass ich auch am Nachmittag nochmal ein bisschen spiele. Das ist aber noch nicht safe. Aber ich denke, am Nachmittag werde ich auch nochmal streamen. Bock habe ich auf jeden Fall. Nachdem ich die letzten Tage so wenig Zeit hatte. Heute nochmal fett zocken. Und dann noch werde ich noch drei Tage arbeiten. Montag, Dienstag, Mittwoch. Dann habe ich erstmal viel frei über Weihnachtsfeiertage. Und dann wahrscheinlich bin ich dann wahrscheinlich in Kurzarbeit. Deswegen. Also heute wollte ich schon nochmal, jetzt vor den letzten Tagen, wo ich arbeiten muss, wahrscheinlich nochmal gut zocken. 73%. Wir ziehen auch gerade halt gar nichts mehr, was irgendwo Sinn macht. Also richtig lucky läuft es gerade nicht. Der Morphling hat mich hier ziemlich in was reingebaitet. Auch den Steam an. Ich weiß, was du meinst, Niki. Ich weiß doch, was du meinst. Bam, 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 bam. Bis später dann, dir auch viel Spaß. Alter, wie der ist das gleiche wie ich, was soll der Quatsch? Normal spielt doch fast nie an irgendeiner Lobby Gods, denn spielen auf einmal zwei Leute Gods. Das ist ja mega frech. Wow, Stream. Ich weiß doch, ich weiß doch. Ich würde schon irgendwo gerne auf Kohle gehen. Haben wir gegen ihn eine Schnitte? Ne, gegen ihn haben wir eh keine Schnitte. Dann gehen wir auf 50 Gold jetzt, komm. Was soll der Geiz? Brewmaster wäre halt cool, um vielleicht noch Stormspieler zu spielen, aber das ist jetzt viel zu spät inzwischen schon. Ich kann auch nichts aufgeben von dem, was ich stemme. Ich brauche die alle. Was schließen wir aus?
Wir können einfach hier ausschließen wieder. Auf chillig. Wobei Level 2 sind natürlich auch wertvoll für mein Team, wenn ich Gott spiele. Wegen Morphling auch. Morphling schnell hoch zu pushen. Ihr könnt auch Knights ausschließen. Hallo? Hallo? War ein bisschen zu spät leider. Alter, ich will schon. Die Leute haben einfach Level 2, das ist halt der fette Unterschied. Guess we better. Yep. Oh, I've never felt this good. Spring dare not show its face when I'm around. King of the dead. Guess we better. Yep. Ich glaube, ich mach's lieber so, ehrlich gesagt. Hat mit dem Gottbonus. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist. Aber ich werde keine Schnitte haben, sag ich, wie es ist. Okay, bis gleich, Patrick. Viel Spaß. Bis dann. Hier ist auf jeden Fall ein Fehler, weil der eh direkt weggestorben ist, der Idiot. Okay. Das ist halt ein Mage, gegen die ich hätte gar nicht rollen müssen. Es war klar, dass ich es eigentlich verliere. Richtig smart, die Max Smartface war das leider nicht. Aber ich habe auch wieder nichts hochgezogen von dem ganzen Tankzeug, also von dem Tankiness, vom Mana her. Weinen auf hohem Niveau heute. Good idea. 'Cause it was mine. Let it burn. Auch nochmal Level gehen. Rubik habe ich noch keinen gesehen, glaube ich. Noch keinen Grimstroke. Krass, ich dachte auch, ich bekomme jetzt ein Morphing halt chillig hochgelevelt später. Aber danach sieht es ja auch gerade mal gar nicht aus. Tja, Morphing wird halt von den Schulen wahrscheinlich weggemacht, oder? Ne, hat gereicht. Dann können wir auf 30 Gold wieder. 64%. Das Team ist so mittelgeil. Ah, Gott. Komm, die zwei wenigstens mal ein bisschen. Ach ja, wobei der ist auch. Das ist natürlich noch fast luck hier. Wobei das halt. Also gerade vor allem der Crystal Main stärker wäre. Okay, jetzt müssen wir noch ein bisschen chillen. Wir haben jetzt immer ein Upgrade. Dass ich die immer noch nicht hochgezogen habe. Die habe ich schon so lange auf der Bank, die zwei. Multicast bekommen wir. Wir haben E-Gott-Bonus, wir haben Mage-Bonus vom Schaden her gesehen. Wir haben auch keinen Razor gesehen. Ich weiß nicht, ob ich Razor mitnehmen würde. Ich meine, wir könnten echt auf den 3er-Mages einfach bleiben. Dann brauche ich aber auch die Winterweiber nicht. Wenn ich jetzt dreimal Razor im Roll hätte, würde ich sofort switchen von Morphling weg. Aber da glaube ich noch nicht ganz dran, dass ich das habe. Das in Razor I bring the spark of death. Fast Refresher Orb. Da muss ich natürlich aber das ganze Mana ziemlich stacken. Auf einer Unit. Was für Gods gar nicht optimal ist. Also Gods werden wir wohl bleiben. Da sehe ich gerade keinen Weg mehr zum davon weg. Alter, einfach schon fucking Draw Ranger 3, Mann. Ich glaube, Morphin macht die gute Arbeit bei den Gegnern jetzt. Wobei, ja, die Dina mit dem Multicast und allem halt. Total. Mit Mana hat's ja auch.
okay, die Lina macht halt die ganze... Wobei Morphin war fast so viel Schaden, sah gar nicht so aus. Ein Level will ich erstmal noch gehen, bevor ich irgendwas mache. Ich kann halt Razor mit Morphin nicht zusammenspielen, leider, wegen scheiß Element-Bonus. Komm, Crystal Mane für noch mehr Mana. Wobei eigentlich habe ich genug Mana im ganzen Team. Trotzdem, okay, gerne mit. Hier brauche ich nichts zwingend. Ich überlege gerade, ob ich mal Boomaster stelle, um nachher auf den Dings zu gamblen. Ne, das ist nicht vernünftig. Außer wenn ich verliere. Ach, wobei, dann lösche ich mit Razor. Ich könnte auch gleich Razor löschen. Wir können einfach auf dem Morphling bleiben dann. Und nachher rollen wir Level 3. Wir gehen 2 Level. Jetzt haben wir gehen 2 Level auf jeden Fall. Stellen noch 2 Gods. Grimstroke und Dings. Und das Team bleibt ansonsten so. Und dann gehe ich nur noch. Roll ich nur noch. Ja, das hört sich vernünftig an. Hier war kurzzeitig trotzdem mit. Lina Boss, Lina, Junge. Enchanted, I'm sure. Okay, der Brothers ist stärker mit seinem Gott-Team auf seinem Feld. Auf meinem Feld bin ich stärker als er. Lul. Er hat halt schon die richtigen Gods hier noch stehen. Sein Team ist fast identisch, nur er hat halt Razor statt Morphling. Ich würde lieber mit ihm tauschen, dann könnte ich auch auf Mages irgendwas bauen. Also auf Full Mages. Komm. Mal einmal Def. Mehr. Ist gut. Das hängt von Lina komplett alleine eigentlich ab. Mit ihren Damage, den die raushaut, aber sollte jetzt eigentlich reichen. Wir kommen auf 40 Gold wieder hoch. Bitte mach keinen Schritt. Okay, jetzt können wir direkt losschießen, hat gepasst. Ja, sie carried halt hart durch. Victory is ours! Wenn ich jetzt Boots hätte, aber da ich keine Boots habe, wenn ich Boots hätte, würde ich Safe ihn mitnehmen. Aber ich will jetzt nicht darauf gehen, dass ich nachher Boots ziehe, deswegen nehme ich lieber einen Dagger Dash auf Safe. Gut, Mutter. Ein Level noch und dann ein Wizard. Dann werde ich das Todesrone. Einfach Level 3 danach. Schade, dass so viele irgendwie in die Richtung gehen, wo ich auch gehe. Triple Kill! Diese ganzen Multicasts sind halt krank. Jetzt habe ich nicht Stream, wenn ich jetzt halt noch irgendwie einen Grimstock oder noch mal ein Dings ziehe. Wie heißt denn der andere Spasten-Typ? Spasten-Wizard, der Bumana zieht. Der Lion. In green, I go. Das ist nicht das Billigste, was ich jemals gemacht habe, bin ich ganz ehrlich. Macht uns aber enorm stärker. Wir können noch mal ein bisschen chillen, wir können hoffen, dass wir die Sweep bis Runde 25 halten. Und geben natürlich auch kein anderes Money. Ach, auf 16 Gold runter. Ich weiß nicht, ob das worth it war. Ich glaube, es war nicht worth it. Uiuiui, da ist viel gespawnt. Mal schauen. Gegen Krieger durften wir aber eigentlich gar nicht so bad sein. Wir haben schon mal ein Ding aufgehalten, ein Spawn. Der 2 wird easy rauskommen, leider. Die Lina lebt aber noch im Morphling lebt noch. Ich glaube, wir hätten das echt ohne die 4er Gods gut verlieren können. Wir kommen immer noch 20 Gold wieder hoch direkt. Ja, gut, die Sweep gehalten.
schon eine 3er plus Streak jetzt inzwischen. Und wir kommen auch, wenn wir jetzt gewinnen, wieder für 30 Gold. Ich glaube, das war doch dann gar nicht mal so dumm. Zumindest nicht von Leuten. Der German Boy. Okay. Ich glaube, gegen ihn hätte ich echt richtig Struggle. Er macht meine Backline weg mit Luna. Er macht, also, ich glaube, gegen ihn verliere ich hart. Das ist ein böses Team gegen mich, die Knights. Er geht auch nur auf Level 3. Diese Legion Commander auf Level 1 tut halt, glaube ich, mega weh. Ich hoffe, ich spiele es nicht jetzt und nächste Runde nicht gegen ihn. Geht ja schon mal gut. Weil ich glaube, gegen ihn reicht es auch noch. Auch wenn er auch viele Level 3er schon zwei Stück hat. Plus halt den Terrorbell kann ich wegmachen. Ich habe Mana gezogen auf komplett, Alter. Die Chuck Ult ist auf dem Rubik gar nicht so schlecht, aber schon Level 1 und Rubik, deswegen ist der relativ useless. Cave Siege sogar, okay. Achso, weil er gerade. Der hat hart kassiert. Ach, gegen Gespawne und sowas auch noch. Visage-Sporn. Sporn, Blutmaler Sporn. Tja, eigentlich will ich nicht Lion spielen. Ich würde lieber den Grimstroke spielen. Ich brauche Ogre Level 3, Morphling Level 3, Nia Level 3. Main am besten auch noch auf 3. Auf 40 Gold immerhin wieder. Wenn wir jetzt die Streak halten, die Runde, dann hat es sich auf jeden Fall, würde ich behaupten, gelohnt. Okay, das ist auch wieder vor allem Dings. Rüstung viel, den Kriegern. Die ich auch dann wieder gut umgehen kann. Ja, das freut mich doch. Der freut mich doch sowas. Ja, wie gesagt, gegen den habe ich gar keine Schnitte. Das habe ich mir schon gedacht. In dem Fall lieber die Streak später dann. Ach man, das wäre schön, wenn er rausfliegen würde. Weil generell wird es gegen ihn schwer. Sand King wäre auch noch interessant. Bei Level 9 noch ein Sand King Level 3 oder sowas. Aber Sand King Level 3 muss man auch erstmal zusammenbekommen. Und da sehe ich uns gerade nicht. Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass so viel kommt. Aber dann hat es sich trotzdem wieder gelohnt. Das ist okay. Ich konnte nicht 50 Gold hoch, aber dafür doppelt upgrade. Ich dachte, ich ziehe vielleicht einen, den ich brauche. Ich war ein bisschen greedy. Just play Magic and win. Hä? That's the game. Okay, der denkt bestimmt ich, weil ich Rook bin. Enchanted, I'm sure. Ein Kunker wäre natürlich auch übel schmackofatzig in dem Spiel, in dem Team später. Time to show off. Komm, er ist also noch schneller. Alter, das Mana ist natürlich schon gerade perfekt in dem Spiel. Komm, hast du gerade die Winstreak begonnen? Ja, das kann natürlich sein. Also lief jetzt nicht so schlecht die letzten Runden, würde ich mal behaupten. Refresher Orb. Ich brauche echt keinen Refresher Orb bauen. Der ist eigentlich komplett unnötig, Refresher Orb. Refresher Orb brauche ich gar nicht bauen. Enchanted, I'm sure. In green.
Enchanted, I'm sure. Alter, hier kommt Money. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. The battlefield is merely a canvas. The battlefield is merely a canvas. Also Richtung Level 3 geht's aber gar nicht, leider. Ich überlege gerade fast, ob wir halt irgendwas anders spielen sollten. Warte mal, ist die eine. Ist sie selber eine Ding? Was hat sie für eine Ult? Der Lüge. Das hat gar nicht gecheckt, aber ich habe keinen Schnitt für den Speaking Brothers leider. Hauptsache, wir haben Brothers wieder besiegt. So ein Schwachsinn einfach. Ice is nice. That's way better. Yep. Nutzt mich eh nicht. Warte mal, was bringt er hier? Wie viel? 50 Mana. Okay, das kann ganz gut passen mit dem Grimstroke dann zusammen. In Kombination. Vom Timing her passt das, glaube ich, recht gut. Wow. Er hat die Level 3er Knight Brigade gebaut. Ist auch nicht optimal für mich. Aber ist halt die Dinge, die Lina echt wichtig. Ich glaube halt niemals, dass ich Lina auf 3 ziehen werde, Mann. Das tut mir so weh. Ich habe auch kein Level 3 ausgeschlossen, großartig mit Knights, oder? Ah, doch, 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 sind 2 Level 3 ausgeschlossen, okay. Dann ist die Hoffnung ja gar nicht so gering. Vom Mana hat das einfach gefehlt. Eyes up and shields front. Guess we better. Yep. Kunkka kann ich gar nicht stellen, sehe ich gerade, weil ich ja 2 Humans habe. Kunkka ist gar nicht möglich. The battlefield is merely a canvas waiting for my rush. Ich finde es cool, dass diese erste Ult eigentlich meistens von dem Ding ganz gut kommt. Triple kill. Rampage. Bisschen extra Money, okay. When you play with Lina, you tend to get burned. When you play with Lina, you tend to get burned. Ja, ich tend to get burned. Let it burn. Okay, die sind alle für mich. Und okay, das heißt, Disruptor will ich jetzt auf jeden Fall noch drin haben im Team. Also ein Disruptor mit den Gods ist natürlich auch nice. Ein Disruptor mit den Gods macht natürlich auch übel Spaß. Jetzt überlege ich gerade nur, ob ich erst ein Level gehen sollte und Disruptor stellen sollte, oder... falls ich nachher Mana bekommen sollte irgendwo. Was hat der für einen Cooldown denn? 10, 5, 2,5 müsste er haben als Cooldown. Wenn ich ihn später stelle. Soll ich ihm alles so reingeben? Bei Dagger gebe ich ihm, glaube ich, nicht. Ich könnte auch nur Blink Dagger geben. Ah, dann ist er aber zu langsam vom Ulten.
Ich will Morphing auch nicht komplett kaputt machen eigentlich. Aber der geht halt auch nicht hart. Der geht leider nicht hart genug in Level 3 meiner Meinung nach. Und Disruptor wäre gegen die meisten Gegner schon cool. Okay, Leute fangen an zu gewinnen, das gefällt mir gar nicht. Thanks. Gerne. Für dich würde ich alles tun. Ich muss nochmal zurück. Mal gucken, wie das mit dem Disruptor jetzt funktioniert. Der holt jetzt recht schnell das erste Mal. Static Storm. Und bevor seine Ulti ändert, bekommt er theoretisch auch eine zweite Ulti easy raus. Also der Dauer-Ult von Disruptor ist definitiv. Static. Static. Gut, er hat sich auch noch verabschiedet. Machen wir den Dagen mal ein bisschen frecher. Oh, Disruptor auf 2 wäre halt ultimativ. Da habe ich recht, der schwimmt schon mal safer. Der Disruptor macht halt Schaden, auch mit der ersten Ult schon. Da ist der schöne Platz für ihn, der sich gewünscht hat. Alter, was ist das für ein Elder Titan? Ich habe gar nicht realisiert vor, dass es Elder Titan die Runde gibt. Also es gibt Elder Titan gar nicht, okay, der ist gespawnt. Nevermind, ich war gerade voll verwirrt. When you play with Lena, you tend to get burned. If you're happy and you know it, clap your hands. Der Disruptor. Im Optimalfall wird er nicht angegriffen, aber auf manchen Feldern kassiert er dann doch ordentlich. Natürlich besser, wenn er früher als später raus wäre. Weil er könnte noch ein richtiger Konkurrent werden, die Runde. Das ist natürlich alles übel edel gerade. One wave follows another. There are none who cannot be mimicked. We are your faces. I believe. Ich habe gegen ihn gewonnen. GZ, mein Freund.
Tja, hat bloß nicht gereicht gegen den Dragon leider. Good idea. Cause it was mine. Alter, wie viele Grimstokes einfach um die Ecke gekommen sind. Ice is nice. Guess we better. Your god has arrived. The waters are teeming. Viel offen. GG, 3 Wins und immer noch Rook 1. Ich glaube, Rook 2 wird niemals was. Hallo Mille, guten Morgen. GG, Dankeschön.